Werte Lords, werte Ladies, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Metro 2033. Wir sind letzte Folge auf dem Markt angekommen. Jetzt plündern wir ihn erstmal. Echt? Okay. Cool. Ich wollte schon immer scheiße Toche sein. So ein geiler Job sein. Zur Hanse können wir nicht. Hier sind ein paar Patronen. Hol uns ein paar Filter, ja? Ich habe eine Idee. Ich werde mal mit einem bestimmten jemand reden. Wir treffen uns in der örtlichen Bar oder ich finde dich schon. Oder ich finde dich schon. Also. Ich habe 5 Minuten. Wollen wir wetten, dass es mehr sind? Hi, bist du? Jemand mit besseren Texturen als Alex? Wie lange ist der Krieg jetzt schon vorbei? Der Boss ist beschäftigt. Komm später wieder. Okay, ich komme nie wieder. Glaube ich. Hallo. Nein. Ja. Hallo. Hallo schön. Ja, hallo. Guten Tag. Ja. Schöner Markt. Wunderbar, wunderbar. Rattenfight. Buggy. Nicht schlecht. Mit Spikes. So mehr oder weniger. Guten Tag. Hallo. Guck mal, was zu lesen. Hier. So. Bitte sehr, für die, die es lesen wollten. Einmal. Aha. So, was hast du denn da? Anpassen. Ich habe das jetzt schon gekauft, ja. Ach so, nee, habe ich nicht. Okay, oh Gott. Nee. Oh ja, richtig. Gut. Erhöht die Genauigkeit bei mittleren und großen Entfernungen, macht die Waffe aber sperriger und schwerer. Wie viel kostest du mich? Ja, easy. Ja, komm, ein bisschen teuer, aber was sein muss, ne? Das muss sein. Es wäre schon nicht schlecht, weil ich Iron Sights einfach über alle Maßen hasse, aber das ist jetzt auch nicht so nötig. Und überhaupt den Bastard, den werde ich nicht anpassen. Den bin ich hoffentlich bald los. Verlängerte Läufe. Verringert die Streuung der Schüsse und verwandelt dir die Duple von einer Nahkampfwaffe in eine echte Jagdwaffe für mittlere Entfernung. Nö. How about no? Macht die Handlung der Waffe, Handhabung der Waffe einfacher und verringert den negativen Effekt des Rückstoßes auf die Genauigkeit. Okay. Ah, Vorkriegszeit ermöglicht das Zielen mit der Waffe in geringen Entfernungen. Nein. Okay. So. Hier sollte ich ein. Hallöchen. Ich habe 3 Brandgranaten. Okay. Woher auch immer. Ah, okay. 20 Minuten. Mehr kann ich nicht. Okay, gut. Danke. Tschüss. Nee. Das werde ich garantiert nicht tun. So. Warum? Egal. Das ist nicht, weshalb ich hier bin. Ich sollte an die Bar. Wo ist die Bar? Ich finde die Bar nicht. Where's the bar? Wo kann ich meine scheiß Schlüssel verschwinden? Ich glaube, hier war irgendwo ein Tresor. Irgendwo hier war doch mal ein Tresor. Komm, ich habe mir das doch nicht eingebildet, dass ich den hier mal irgendwo aufgemacht habe. Nein, kein Tresor. Kein Tresor. Okay. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass hier irgendwo einer war. Müssen wir mal gucken.
Also ich habe hier mit einem Typen etwas ausgemacht. Ist mir egal. Ein gieriges Arschloch. Das können wir nichts ändern. Hier ist doch kein Tresor. Ich war irgendwie in der festen Annahme. Passiert. So, was willst du? Komm. Es dreht sich. Geil. Wenn du es nicht wüsstest. Halt die Klappe und verschwinde. Ich habe bereits gezahlt, Micha. Mich hast du nicht bezahlt. Aber wenn du nicht nur mich willst. Scheiße. Ist mir ein Vergnügen geschehen. Geld? Nein. Schon gut, schon gut. War nur ein Scherz. Okay. Das Tor öffnet sich. Du hast eine geile Gatt. Au, what the fuck? Au! Sind das eure Stellung? Eine Scheißstellung. Ich wette, eure Frauen sind nicht gerade zufrieden mit euch. Oh Gott. Ah, der Trip. Yeah! Wir müssen hier weg. Ja, ich bin schon draußen, du nicht. Ja? Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, Brunste Börden. Willkommen zu Hause, Artyom. Oh, willkommen zu Hause. Hier lebt sich gut. Ja, go. Jetzt ganz vorsichtig. Sowieso immer, kennst mich doch. Ist gar nicht, wie du da zweifeln kannst. Wir schon auf einen glücklichen Bürger. Stalker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. Tja, kranke Bastarde. Alles, was sie ausgraben können. Kakerlake des Todes, ey. Geld? Schlüssel? Und Fallen. Nicht vergessen die Fallen. Ja, dann halt einfach die Schnauze, ja. Sag mal, ganz ruhig jetzt. Halt doch den... Halt dein Mull. Das war keine Panikreaktion. Das habt ihr nicht gesehen. Das Pfeile. Hammer geil. Keine Mulle mehr. Da habe ich das Drecksvieh getroffen. Mauer ab. Danke. Ich würde echt gern wissen, wie lange meine Gegner nicht wusste ich. Habe ich was verpasst? Ach, guck mal. Das ist so ein Safe. Ah, okay. Lass doch mal einen Filter hier kommen. Komm zu Papa. Komm halt nicht, Bastard. Ich sehe den Filter doch ganz genau. Bitte, Bourbon, sei nicht einfach weitergerannt, ja? Das wäre super toll. Wenn du das einmal nicht gemacht hast. Oh, ein Schädel. 2D-Schädel. 3D braucht keiner. Ist hier noch was? Ja. So, Bourbon. Was geht? Bereit? Gehen wir. Okay. Effektiv. Damit wir zur trockenen Station kommen. Dann treiben okay. Wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Sehr schön. Dann geh. Da hat wohl jemand ein Bäuerchen gemacht. Steck dich, Junge. Okay.
Schon gemacht. Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann krieche ich in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Okay, ich finde Dämonen besser. Und der Weißstich ist hier draußen recht extrem. Willkommen zu Hause, Artyom. Ja, danke. Es war übelst gegrunzt. Ganz deiner Meinung. Spring, ich fang dich auf. Du hast deinen Job soeben richtig hart verkackt. Also das nenne ich nun wirklich Pech. Du hast deinen Job nicht gemacht. So einfach ist das. Wie fucking tief ist das? Du musst außen rumgehen, Artyom. Danke. Treten, sonst wirst du verstrahlt. Danke. Dieses Gebäude, dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof, der führt zur trockenen Station. Dieses, ne? Ich sehe es wieder kommen. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Die ewige Suche. Oh Gott. Geh weg. Okay, ich kann jederzeit... das würde einiges leichter machen. Aber dafür müsste man ja nachdenken. Kakerlaken. Einfach mal zur Sicherheit. Ich vertraue der ganzen Scheiße hier nicht. Okay. Halt die Fresse. Hi. Bist du tot? Danke. War hier nicht irgendwo das Nest mit den Babyviechern? Ich wollte es ausrotten. Ich hasse die Viecher. Schon ziemlich hart. Hallo? Ich hoffe, ihr seht überhaupt etwas auf YouTube, weil es ist ja immer so die Sache mit Dunkelheit und so. Heil die Fresse. Das wäre schon hart geil. Ja, Mann, mecker nicht. Alter. Ein bisschen Luft anhalten. Ich habe doch 3 Schlüssel. Ja, okay, gut. Oh! Hi! Sag mal, wo kommst du denn her? Dann nicht. Jetzt halt nur diese Scheiß-Muni dabei, weißt du? Weißt du? Da ist eine Gasmaske. Nur für den Fall. Ja, ist gut. Quietsch halt. Du machst mir keine Angst. Oh Gott. Wen denn? Warum? Ich will nicht. Boah, Alter. Der ist abgeschmatzt. Ah, Leben retten meinst du, ja? Lern mal dich artikulieren hier. Naja, genau, ich erinnere mich, hier war nichts zu finden. Ah, guck mal. 2D-Knochen. Interessant. Hi! Ja. Ich genauso. Halt die Fresse. Sag mal, rede ich undeutlich oder was? Hast mich schon gehört, Kollege? Alter. Wo wir gerade wieder dabei waren. Halt die Fresse. Puh. Willst du weitergehen? Oder muss ich dich abschießen? Ich sehe was rumflattern. Er ist tot. Ruhe. Oh Gott. Halt die. Komm her. Ah. Komm, Nadeln. Die Seite, alles ist toll. Alles ist bunt. Wir haben uns lieb. Wunderbar. Die Welt ist ein bunter Ort. Schade da. So, in den Hinterhof von diesem Haus sollten wir ja. Genau.
Und dann werden wir nachher nochmal von dem Typen getrennt. Und dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Na, Wurf. Nice, Pfeile. Für die wir noch keine Waffe haben. Kommt aber noch. Hallo, tschüss. Nein. Nein. Ja. Oh. Oh Gott. Geiles Messer hast du. Das muss man nicht lassen. Das ist ein bisschen was im Gesicht. Nur so. Hm. Ja, ist ja gut. Oh, guck mal. Sag mal, wer bist du denn? Hm, keine Ahnung. Oh, hallo. Wieder. Die essen bevorzugt Beine, kann das sein? Ja, ganz ruhig, Mann. Hier kannst du haben. Der ist ziemlich tot. Was ist das? Ach so, das ist einer von diesen ekligen Lefzenviecher. Die wir sie gerade zuhauf umgenietet haben. Drei. Ist das ein Haufen? Yay, Kinder lachen. Wer denn? Ich? Geil. Also, nö. Hätte ich nichts gegen. Wäre schon eine feine Sache. Wenn ich das denn kann. Ja, quietschender Kinderspielplatz. Ich hab's verstanden. Ich mach die Atmosphäre gerade so effektiv. Aua. Ein Typ. Kinder. Hm. Geil. Hallöchen. Das ist ein Schwarzer. Und eine Ratte. Und noch mehr davon. Die Fresse. Okay, es geht auch ohne Kampf. Ah. Für den nicht. Danke. Sehr verbunden. Ach ja. So, Close Quarters. Muruk-Quadrat. Kann ich jetzt looten? Halt, das mache ich lieber aus. Scheiß drauf. Halt die Fresse. Oh Gott. Ist schon wieder soweit. Oh, ist schon wieder Weihnachten. Ich weiß nicht von wo jetzt. Oh Gott. Bei dem habe ich mich tatsächlich ein bisschen erschrocken gerade. Weil ich den echt nicht erwartet habe von da. Ich muss echt aufpassen, wo ich genau hinziele, wenn ich auf sie schieße. Weil ein Kopfschuss reicht ja, um sie zu killen. Ja, gegen Körperschüsse habt ihr ja gesehen. 3 bis 4. Schon ein krasser Unterschied. Ist echt schon wieder so weit mit deiner scheiß Gasmaske? Ach komm, hier. Ja, Atjom. Da hast du wieder was, ne? Für später. Teilst dir gut ein. Muss noch einen ganzen Monat reichen. Was habe ich verpasst? Ich habe doch 100 Pro wieder was verpasst. Da oben saß doch bestimmt ein Schwarzer. Also, ne? Ihr wisst, welche ich meine. Oh, schön haben sie es hier. Also, ich würde mich nicht beklagen. Wer lebt hier nicht gerne? Diese Meckertanten, ey. Ein bisschen Spucke wird das wie schon wieder. Und ein paar mehr Gasmasken filtern. Was musste ich da gerade hören? War das ein Flap? Warum? Okay, mir egal. Ist mir egal. Okay, tschüss, nein. Hallo? Okay, egal.
Es ist mal wieder soweit. Ich danke euch wirklich fürs Zuschauen. Ist jetzt ein total beschissener Cliffhanger, aber trotzdem. Vielen Dank und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Auf Wiederhören. Tschüss.